Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es endlich mal wieder ein bisschen raus aus dem Büro. Ich habe ja angekündigt, ich will ein paar mehr Vlogs drehen. Heute ist es endlich mal soweit. Und ich treffe heute einen anderen YouTuber, und zwar den Paul Südow. Und den hole ich jetzt mal ab hier am Potsdamer Platz. Und wir drehen gemeinsam ein paar coole Challenges für euch. Genauer gesagt, so ein kleines Fotografie-Battle. Wir werden ein bisschen Porträts schießen, was so ja seine Sparte ist. Und wir werden eher noch so ein bisschen dann auch Richtung Cityscape gehen, was so ein bisschen mehr meine Sparte ist. Und am Ende bearbeiten wir die Bilder noch zusammen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch ganz viel Spaß machen wird. Und ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, denn am Ende gibt es auf jeden Fall noch was zu gewinnen. Da könnt ihr sowohl auf Pauls Kanal mal vorbeischauen, als auch auf meinem Kanal. Und damit habt ihr dann eine doppelte Gewinnchance. Also, viel Spaß mit diesem Video. So Leute, da ist er auch, der Paul. Ich habe ihn gefunden. Tada. Ich freue mich, dass du hier bist. Und Hallo. Wir haben festgestellt, das ist total geil, eigentlich wohnt Paul in Köln, aber ursprünglich kommt er aus Berlin und zwar eigentlich genau bei mir um die Ecke. Ja, das ist krass. Also es ist echt geil. Du hast mir erzählt, deine Tante irgendwie hat bei mir im Ort Meine Patentante hat bei dir einen Friseursalon, wo ich ja vorher immer war. Und man muss dazu sagen, da wo ich wohne, wir haben glaube ich 8000 Einwohner oder so. Also es ist halt wirklich ein Dorf so. Ja. Ne? Und es ist mega cool, wie klein die Welt eigentlich ist. Ja, Paul, erzähl auch mal ein bisschen was von dir. Also Paul ist ja auch YouTuber. Also ihr könnt auf jeden Fall auch mal bei ihm auf seinem Kanal vorbeischauen. Denn es wird auch auf seinem Kanal ein weiteres Video von heute geben. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch ein bisschen was von dir hören. Irgendwie so. Ich würde gerne so meiner Community so ein bisschen dich mal so ein bisschen vorstellen. Mach ich doch gerne. Ja. Also ich würde sagen, ich bin so 50-50 Fotograf und YouTuber. Also ich bezeichne mich selber immer lieber als Fotograf als YouTuber. Ja, ich auch auf jeden Fall, ja. Aber ich ziehe seit Anfang des Jahres auf jeden Fall auch mein Social Media durch, so gut wie ich eben kann. Und dazu gehört halt auch ein, zwei Videos pro Woche, die sich auch ums Thema Fotoaufträge, Selbstständigkeit als Fotograf, Social Media, Lightroom, Photoshop, Bildbearbeitung, Shooten gehen, eben dieses ganze Thema drehen. Auch noch so ein bisschen um so ein paar andere, sag ich mal, Lifestyle-Themen, die so ein bisschen personenbezogen mit mir sind. Aber ein Großteil meines Kanals dreht sich auch ums Foto-Video-Thema. Das sozusagen, also wir sind schon in derselben Nische, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau deswegen haben wir uns ja heute auch das erste Mal getroffen. Yes. Ja, also wir haben irgendwie vor ein paar Wochen das erste Mal miteinander telefoniert, haben jetzt gesagt, heute ziehen wir es endlich mal durch. Voll geil. Und ich finde es mega cool, dass wir uns jetzt hier sehen und dass wir jetzt auch fotografieren. Also ich würde sagen, let's go. Ganz ehrlich, ich habe gerade eben in meine Wetter-App geguckt und ich habe mir ja für nachher, wenn wir zum Sunset unterwegs sind, wollten wir ja eigentlich Cityscapes fotografieren. Das heißt mein Part. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass es nachher Gewitter geben soll. Was auch eine ganz geile Challenge sein kann. Aber eigentlich hatten wir so richtig geile Quellwolken hier und ich dachte so, wenn die richtig geil von der Sonne nachher angeleuchtet werden, haben wir einen richtig dramatischen Himmel. Ja. Aber wenn es jetzt natürlich alles nachher so graue Suppe wird, dann sieht es halt nicht mehr ganz so geil aus. Aber kleine Challenge. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Wir machen das Beste draus. So. Jetzt ist erstmal Paul dran. Der hat gerade eben schon ein paar Fotos von mir gemacht. Mega geil. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, auf seinem Kanal gibt es das Video dazu. Geil. So Leute, wir haben jetzt gerade eben schon für Paul alles fertig gedreht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Rooftop. Vielleicht hört man das schon am Sound irgendwie so. Eigentlich sollte geiles Wetter sein. Ja, moin. Nicht ganz so geil, aber wir haben da oben echt noch dramatische Wolken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das auch so bleibt und dass nicht diese ganze graue Suppe da einfach nur reinkommt und man am Ende gar nichts mehr sieht. Und jetzt geht's erstmal auf den Rooftop und ich hoffe, dass wir da reinkommen. Richtung Rooftop. Es regnet extrem. 11. Stock. Mal schauen. Ja, einheitsfrei auf der Seite. Aber da sieht es schon ziemlich geil aus. Aber das Problem ist halt, wir wollen in die Richtung fotografieren.
einfach schon ziemlich geil eigentlich. Also jetzt hier gerade so im Hintergrund hat man schon echt einen geilen Himmel. Das Problem ist, genau da, wo es interessant für uns ist, da wo ich jetzt hin fotografiere, zum Fernsehturm, nee, zum Funkturm ist es, da ist leider im Moment graue Suppe. Aber ich habe die beste Hoffnung, dass die Wolken jetzt einfach mal noch ein Stück weiter hier rüberziehen und wir dann ein richtig geiles Bild haben. Und das Geilste ist, was ist das Geilste, Paul? Beziehungsweise, dass also das Geile ist, was sehr geil am Blitzen ist. Das Ungeile ist, dass wir schon so ungefähr 15 geile Blitze gefühlt verpasst haben, leider, beim Kameraeinstellen. Aber ey, auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall noch was. Ich habe jetzt eine Intervallaufnahme hier gestartet, habe jetzt einfach mal gesagt, mach 100 Bilder hintereinander weg. Steht auf dem Stativ das Ding, ist ein Polfilter vorne drauf, um das Ganze noch ein bisschen besser rauszubekommen, die Details in dem Himmel und so weiter. Im Moment sind eh nicht viele Details drin, aber wenn dann die Wolken so ein bisschen rüberziehen, ist der Polfilter schon ganz cool dafür. Außerdem schluckt es auch noch mal ein bisschen Licht, weil da unten möchte ich ja auch die Lichtstreifen von den Autos da noch mit dabei haben. Von daher, der Shot wird hoffentlich ganz cool. Oh, da war den, wenn ich den nicht drauf habe, dann ist vorbei. Der war direkt wirklich, Leute, ohne Witz, der Blitz war direkt hier hinter dem Funkturm so, zack. Wirklich, wenn das jetzt gerade diese eine Sekunde, die Kamera nicht aufgenommen hat, ich kann erst gucken, wenn die 100 Bilder fertig sind. Aber das war gerade wirklich, das war der perfekte Blitz. Wenn der nicht drauf ist, dann weiß ich auch nicht. So Leute, endlich, wir haben einen Blitz getroffen. Nein, der Blitz hat uns auch nicht getroffen. Nein, wir haben einen Blitz fotografiert. So rum ist es, so rum ist es. Wir haben einen Blitz fotografiert, endlich. Ich war kurz davor abzubrechen und Paul hat die ganze Zeit gesagt, nein, komm, positiv bleiben, wir machen das noch weiter und wir haben tatsächlich jetzt einen bekommen. Ich bin zufrieden. Paul ist zufrieden, wir gehen jetzt richtig schön was snacken und dann geht's direkt zum Bildbearbeiten. Wir sind jetzt im Büro angekommen und jetzt geht's in die Bildbearbeitung. Ich habe richtig Bock, Wir haben so ein paar Regeln aufgestellt. Die erste Regel ist, wir haben pro Bild, was wir bearbeiten, nur 3 Minuten Zeit. Also das wird eine richtige Challenge. Ihr kennt ja vielleicht die 5 Minuten Raw Challenge auf meinem Kanal. Diesmal wird es noch ein bisschen härter, denn wir haben wie gesagt nur 3 Minuten. Und wir bearbeiten alles heute nur mit dem Loop Deck. Was ist Loop Deck eigentlich, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Vielleicht kennt ihr auch schon das ältere Video von mir, wo ich schon mal zu Loop Deck was gemacht habe. Es ist im Endeffekt eine Tastatur für Lightroom. Inzwischen aber auch für andere Bearbeitungsprogramme, wie zum Beispiel Premiere, kann man inzwischen auch dafür benutzen. Mhm. Im Endeffekt geht es darum, ihr habt quasi eine Tastatur für Lightroom, wo man diese ganzen Regler, die man in Lightroom hat, nochmal mit Reglern haptisch nachsteuern kann, was halt eigentlich schon ziemlich geil ist, weil man halt nicht mehr alles mit der Maus machen muss, sondern du kannst halt direkt so diese Regler benutzen. Und wenn man es dann drauf hat, dann ist man damit tatsächlich auch schneller. Also wenn man damit mal sich ein paar Wochen oder auch nur ein paar Tage beschäftigt, dann ist man damit einfach schneller, weil man dann nicht mehr runtergucken muss, sondern dann hat man einfach direkt so diese ganzen Regler und so und dann hast du einfach einen Workflow, der nochmal... Keine Umgeklicke mehr. Genau, ja, das ist schon echt ganz cool. Wie Klavier spielen. Ja, genau. Ich würde behaupten, das Loop Deck ist für alle interessant, die halt echt viel mit Lightroom arbeiten, also die wirklich fast täglich damit arbeiten und einfach in ihrem Workflow noch ein bisschen schneller werden wollen. Oder auch für Leute, die einfach Bock und Spaß daran haben, so in Lightroom ihre Bilder richtig geil zu bearbeiten und dabei halt einfach so ein, ja, wie so eine Art Spielzeug noch haben wollen. Also das ist schon echt witzig, wenn man das Ding einmal so in der Hand hatte. Und weil wir natürlich auch für euch einen Mehrwert in diesem Video bieten wollen, haben wir mit Loop Deck gesprochen und haben gesagt, wir wollen so ein Ding natürlich auch für euch verlosen. Das bedeutet, ihr habt die Chance, einmal hier unter diesem Video und natürlich auch unter Pauls Video, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, einfach einen Kommentar zu posten und dann seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei. Aber ihr müsst einen Kommentar posten und da muss auch drin stehen, warum ihr das Ding gewinnen wollt. Also nicht einfach nur, ich will teilnehmen. Ein bisschen Mühe müsst ihr euch geben, also vielleicht mal 1-2 Minuten investieren. Und dann seid ihr automatisch in dieser Verlosung mit dabei und könnt dieses Loop Deck im Wert von, ich glaube, 230 Euro gewinnen. Ja. Also richtig nice. Kann ich nur jedem empfehlen, da mitzumachen. Und ihr habt natürlich doppelte Gewinnchancen, wenn ihr bei mir kommentiert und bei dir. Auf jeden Fall. Also ihr könnt natürlich bei beiden Videos mitmachen. Deswegen, es lohnt sich immer, auf das andere Video auch mal rüber zu gehen. Ja. Vor allem, weil dort halt auch nochmal andere Bilder bearbeitet werden. Und jetzt lasst uns nicht weiter rumschnacken hier, sondern einfach mal anfangen mit der Bildbearbeitung. Yes, let's go! Okay Leute, dann sind wir jetzt hier beim Editing am Start. Dann gib mir mal einen amtlichen Counter und bis es losgeht. Okay. 3, 2, 1, go! Let's go, okay. Ich würde sagen, ich schneide die Seite vom Bild ein bisschen raus, weil da gar nicht so viel Spannendes passiert. Zieh das hier mal ein bisschen rein. Ich mache jetzt einfach mal den klassischen, ich mache einfach mal Instagram-Crop, ja? Ganz klassisch. Mach mal.
So, von unten würde ich noch ein bisschen was wegnehmen. Ich glaube, ich mache jetzt hier nicht so goldener Schnitt, Golden Rule, sondern ich gehe echt einfach so ein bisschen hier auf. Nee, finde ich, sieht auch kacke aus. Also, oh nee, jetzt verliere ich schon wieder so viel Zeit hier, Jung. 30 Sekunden sind um. 30 Sekunden sind um. So, Turm, klatsche jetzt einfach mal in die Mitte. Warum, weiß ich nicht. Warum ich jetzt nicht gerade ein Drittel Himmel mache, weiß ich auch nicht. Fühlt sich aber gerade richtig an, was ich hier mache. Ach nee, erstmal Turm Curve. Ganz wichtig. Gradationskurve. So, ich probiere das jetzt hier mal irgendwie amtlich. Das Trackpad ist aber auch mau, ne? Da weiß ich schon, warum ich eine Tastatur habe. Ganz leicht, nicht zu punchy. Digga, sagt er so, nicht zu punchy, dann kommt sowas wieder raus. Tiefen, ja. Egal, probiere ich einfach mal komplett gerade alles aus dem Tiefen rauszuziehen. Whites nehme ich gerne ein bisschen hoch, um so ein bisschen reinzupushen. Highlights nehme ich jetzt mal runter. Dann dieses Gelb unten vom Boden gefällt mir gar nicht. Das würde ich ein bisschen ins Rot ziehen. Und dann diesen lila Ton vom Himmel. Mal gucken, wie es in Blau aussieht. 1:30. Wir sind weg? Ja gut, und bleiben wir auch noch in dem Sinne. Ja Mann, doch, das sieht geil aus. Ich will, dass der Himmel so einen leichten Blau hat. Temperature. Wie sieht's aus, wenn ich alles ein bisschen abkühle? Macht das Sinn? Ja, das macht schon Sinn. Nee, das macht Sinn. Jetzt haben wir vorhin noch zeigen lassen. Bisschen Vignettierung rein. Geil. Fatzig, Digga. Fatzig. Was war das für ein Wort gerade war? Weiß ich jetzt auch nicht. Clarity. 2 Minuten. Nicht zu viel. Ich mache noch ganz leicht Kontrast. Ich habe das Gefühl, es ist schon sehr contrasty irgendwie. Jetzt das Blau vom Himmel noch ein bisschen anpassen. Das ist mir gerade noch ein bisschen zu aquamarin. Ich würde es. Und jetzt vielleicht noch so ein bisschen Sättigung aus dem Blau rausnehmen. Geil, Digga. Das funktioniert so geil damit, Digga. Oh mein Gott. Nice. Bisschen noch Highlights rausnehmen. So, habe ich die Shadows schon auf 100? Jo, habe ich. Wie sieht es aus? Noch 30 Sekunden. Ich nehme die Exposure mal noch ein bisschen mehr ins Moody. Ich mach's einfach nochmal. Ich mach's einfach nochmal, Leute. Okay, jetzt probiere ich nochmal das Ebenen hier mitzumachen. Transformieren. Und drehen. Und ich drehe es ein bisschen. Und ich drehe es wie ein Champion rein. Gib mir mal 10 Sekunden Countdown, wenn es soweit ist. Jetzt sind es noch 10. Es sind noch 10, Leute. Ihr habt gehört, es sind noch 10. Halt, stopp. Also natürlich ist das kein optimaler Edit, aber für die Zeit hätte ich nicht, ganz ehrlich, hätte ich nicht mit dem Trackpad noch so rumflachseln müssen für Beschneiden, sondern hätte komplett alles hier drauf machen können. Wäre ich, glaube ich, noch ein bisschen zufriedener, aber auch so finde ich es okay. Ich mag diesen leichten Moody-Look. Ich mag, dass diese Farbakzente oben noch in den Blitzen sind. Ich finde es okay. Ich bin einigermaßen confident damit. Was sagst du? Ich finde es auch mega geil. Also. Aber auch geiler Shot, muss man mal sagen. Dass wir da den Blitz haben und die da oben, das ist auf jeden Fall fett. Es war aber, wie gesagt, auch echt Zufall so, ne? Wir haben, ich glaube, 500 Bilder habe ich davon gemacht und ich glaube, 2 oder so haben einen Blitz getroffen. Ja, das ist geisteskrank. Gut, dann haben wir es exportiert. Dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze mal zurück, oder? So sieht's aus. Jetzt bin ich dran. Bist du bereit? So, Leute. Du hast jetzt natürlich sowieso schon den Vorteil, du hast jetzt einen Heimvorteil, du bist in deinem Setting, du kennst dein Lightroom, du kennst dein MacBook und du hast natürlich jetzt mein Edit schon gesehen. Ich will es dir nochmal gesagt haben. Jetzt kommen die Ausreden. Just saying. Jetzt kommen die Ausreden, bevor hier überhaupt irgendwas alles klar, in dem Sinne würde ich sagen, 3, 2, nein. Ja. Bist du bereit? Okay, gib mir 3 Minuten. 3, 2, 1, let's go. So, ich fange auch an, erstmal das Bild ein bisschen zu croppen. Ich würde allerdings hier tatsächlich den Crop ein bisschen offener lassen als bei dir. Also ich habe diesen Kreisverkehr hier nicht ohne Grund mit drauf. Oh. Das ist jetzt nicht genau 4:5, aber das passt einigermaßen. Und ah, scheiße, sieht auch gut aus. Transformieren mit dem Auto, dann müsste das hier eigentlich auch schon einigermaßen passen. Dann ist es gerade so. Und jetzt geht's los hier mit dem Loop Deck. Ich werde als erstes hier mal ganz klar Shadows auf 100 packen. Bei dem Motiv muss das sein, weil es war schon relativ spät. Highlights nehme ich hier so ein bisschen runter. Dafür baue ich Kontrast wieder ein Stück weit auf und ich nehme auch ein bisschen Exposure noch rein. So, dann geht's weiter. Die Schwarztöne ziehe ich ein bisschen runter, die Weißtöne auch. Ich gucke dabei so ein bisschen oben aufs Histogramm, dass ich hier jetzt nicht zu krass an die Enden anstoße. Ein kleines bisschen Sättigung nehme ich raus und dafür ein bisschen. Oh, der hat viel gemacht gerade, finde ich. Dynamik. So, okay. Ja, sag mir mal ganz kurz, wie viel Zeit ich habe. Achso, sorry, du hast jetzt 1:09 verbraucht. Hue, dann gehe ich hier mal rein. Entschuldigung. Alles gut.
und ziehe hier das Blau mal so ein bisschen weiter rüber in die Sättigung. Da ziehe ich das Blau ein bisschen raus. Genauso das Orange. Da brauche ich auch nicht so viel Sättigung drin. Ja, nicht ganz so viel. Eine Minute 30 sind rum. So, dann brauche ich mal ganz kurz hier ein Verlaufsfilter. Ne, das ist der Radialfilter. Der Verlaufsfilter ist hier, genau. Den ziehe ich mal von ganz unten hier rein. Zack. Und jetzt werde ich hier nämlich die Bereichsmasken, Luminanzmasken einstellen. Jetzt werde ich hier mal in den Luminanzmasken vollen Kontrast reinhauen. Den werde ich jetzt allerdings nur in die Mitteltöne ziehen. Den ich wusste gar nicht, dass sowas Lightroom überhaupt geht, Alter. Tja, guck dir meine Tutorials an. Oh, scheiße, ich habe jetzt hier aus Exportieren geklickt. Geht alles auf die Zeit. Noch eine Minute, Digga. Noch eine Minute, Bro. So. Aber der Kontrast scheiße. Ist jetzt tatsächlich hier nur in den Mitteltönen drin. Genau das brauchte ich. Als ob, Digga. Das hat gerade so viel gemacht. What? So, perfekt. Dann brauche ich jetzt einmal hier noch 40 Sekunden noch. Dunst entfernen kommt noch ein kleines bisschen rein. Und ein bisschen wie in der 30 Tumor. Sekunden. So. Alter. Leco mio, Junge. Custom Mode. Und dann haben wir jetzt hier ja noch gesagt, können wir hier noch so ein bisschen reingehen in die Farbwerte. Als ob, Digga. 15 Sekunden. Ich bin so ein Amateur, Alter, ehrlich. Ach, komm, hör auf. Und 10, 9, 8, 7. Ich bin fertig. What? 5, 4, 3, 2, 1. Boom, Digga. 3 Minuten durch. Ich weiß es nicht. Also ich, Junge, du hast gerade mein Leben verändert mit diesem, ja, Radialfilter, aber nur Luminanz und dann Kontrast nur in den Mitteltönen und dann nehme ich das von unten rechts. Bruder, was geht jetzt ab, Alter? Ja, das wäre jetzt mein Edit. Ich exportiere den jetzt auch mal ganz kurz. Ich will jetzt mal gleich sehen, wie die beiden nebeneinander aussehen. Ja, ich glaube sogar, dass deiner besser aussieht, ehrlich gesagt. So Leute, kommen wir zur Abstimmung. Wir haben das Ganze gerade bei Paul auf der Instagram-Story gemacht. Oh ja. Ja, okay. Wir hatten jetzt ungefähr eine Abstimmung, so 20 Minuten haben wir das Ganze auf der Instagram-Story. Ich kann sie genau, deine war, unsere, dein, also unsere erste Runde für dein Video war sogar 42 Minuten jetzt. Also hier war Bild 1, war dein Edit ja. In der Story. Bild 2 war mein Edit und da auch gleich die Abstimmung. Ja. Ich löse sie jetzt auf. Ja. 43% der Leute haben für mich abgestimmt, 57% haben für Paul abgestimmt. Bedeutet, Paul, das könnte, das, du hast das erste Ding gewonnen. Das könnte sogar morgen früh anders aussehen, bin ich ganz ehrlich mit dir. Das könnte sogar morgen früh schon eine andere Aktion wieder sein. Es hat sich, größtenteils hat sich ja auch echt vom Bildausschnitt eigentlich unterschieden bei dem. Ja, bei dem ganz bisschen Bild Farben jetzt, ne? Und halt vor allem dein Bildausschnitt war eigentlich nicer, fand ich, ganz ehrlich. Ja gut, aber wie gesagt, jeder hat ja einen anderen Bild oder jeder hat einen anderen Geschmack so bei den Bildern und von daher, deswegen, Fotografie ist halt cool, weil sich jeder irgendwie ausleben kann und jeder hat andere Vorlieben, von daher Gratulation an dich. Also liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Loopdeck bedanken, die diese Kooperation überhaupt erst möglich gemacht haben, die es möglich gemacht haben, dass Paul und ich zusammen Videos drehen. Ich wollte gerade sagen, vielen Dank eigentlich auch an Loopdeck, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, voll, ne? Also, mega cool. Ohne die wäre es gar nicht zustande gekommen. Von daher, wenn ihr Bock habt, dass Paul und ich öfter Videos zusammen machen, wenn ich auch mal nach Köln kommen soll zu Paul und wieder einfach mal was drehen sollen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Habt Spaß beim Lernen. Yes. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Peace.